Kommissar danach. Ihr glaubt, ihr könnt meinem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Los geht's, hier kommt's euch. Servus Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Skyrim. Diesmal in der Special Edition. Gestern habe ich ja ein Video hochgeladen, wie ihr von der alten Version die Spieldaten überträgt auf die neue Version von in die Special Edition. Ja, das habe ich getan, ja, gestern. Habt ihr ja gesehen. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es sich anschauen. Und ja, letztes Mal sind wir in den Skyrim-Folgen hier stehen geblieben. Wurden eingesperrt im Gefängnis und sollen hier verrotten, angeblich. Ja, und jetzt reden wir mal mit ihm. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheile zurückgelassen. Okay, reden wir mal mit ihm. Und go. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Nichts, ich bin unschuldig. Wird passen, aber ich würde es genauer beschreiben auf den Tod eines Kerls, der zu viele Fragen gestellt hat. Genau. Gewalttätig, was? Behaltet das lieber für euch, Neuling. Andere könnten das als Herausforderung ansehen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Ein Messer? Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Ja, ein Messer hätte ich gerne. Wo ist Madanach? Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Madanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Borkul, die Bestie? Madanachs Wache. Groß, selbst für einen Ork. Angeblich hat er einem Mann den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Okay. Weswegen seid ihr hier? Ein adliger Nord, dem ich gedient hatte, wurde eines Nachts erstochen. Ich war es nicht, aber ich wusste, dass man mir die Schuld dafür geben würde. Also bin ich weggelaufen, habe mich den Abgeschworenen angeschlossen, habe getötet, wurde gefangen. Jetzt bin ich hier. Okay. Skoma, weiß ich, was es ist? Das ist so ein Getränk, aber genau weiß es nicht, dann frage ich mal lieber nach. Flaschen mit Mondzucker. Khajiit benutzen es als Muntermacher. Gut, um sich die Zeit zu vertreiben. Gefangene schmuggeln es rein. Die einzige Währung hier unten. Okay. Wo sind die Wachen? Sie kommen einmal die Woche, um die Toten rauszuholen, sich das von uns abgebaute Erz zu schnappen und Störenfrieden eine Abreibung zu verpassen. Das ist auch der einzige Tag, an dem wir etwas zu essen bekommen. Und wenn wir nicht genug Erz abgebaut haben, gibt es gar nichts. Okay, schlecht. Weshalb habt ihr euch den Abgeschworenen angeschlossen? Weil das Leben auf die alte Art besser war. Keine Nords und ihre Gesetze. Eines Tages werden die Abgeschworenen die Mauern von Markarth mit Blut färben. Okay. Dann war's das eigentlich schon. Dann frage ich mal mit Ihnen nach dem Messer. Das Frischfleisch, so weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Ich sag ihm mal das, weil sonst klinge ich wie ein Weichei. Aufregend, ich habe den Blutrausch gespürt und musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich.
Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Okay. Ich muss Marder nachsuchen. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Oh. Munanach erwartet mich. Das Einzige, was Madanach erwartet, ist ab und an eine Flasche Skoma. Ihr kommt nicht durch. Ja, aber ein Barbeim. Ich hab keine. Ja, fragen wir mal, wollen wir kämpfen, Prügelei anfangen? Ich hatte gehofft, ihr würdet das sagen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Lasst ihn damit nicht davon kommen. Oh, sieht sogar schlecht aus. Vielleicht schaffen wir es trotzdem. Glückstreffer. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Okay, ein. Okay, das schaffen wir, komm. Verdammt! Ja. Oha, war das knapp. Oh, okay, wir haben es aber geschafft. Es ist schon lange her, dass ich mein eigenes Blut schmecken musste. Säuerlich. Lasst ihr mich jetzt rein? Ja, ja, kommt schon rein. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uai zurückgelassen. Erstmal hoch rein, sonst sterbe ich echt noch. Prügelei hat funktioniert, okay. Habe ich mir auch schon fast gedacht. Ihr wurde zum Graben verurteilt, also grabt. Ah, okay. Reden wir mal mit ihm. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ja, sowas in etwa. Ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Eure Freiheit? Ja, aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Verstanden. Wie? In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Okay. Ich möchte mehr über Druna erfahren. Ich hatte Markarth bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Okay. Ich habe eine Frage zu den Abgeschworenen. Das war unser Land. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten, verboten uns, unsere Götter zu verehren. Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir, die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind.
Okay, das war's dann mal wieder. Unsere Rache wird kommen. Gehen wir zu Dings da. Was hat er gesagt? Geil. Lol. Kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Hier geht's gar nicht. Nirgends hin. Hier geht's lang. Hier geht's raus. Okay. Und als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter hier müssen wir hin. Greift in meiner Gegenwart. Was wollt ihr? Ich muss weitergraben. Madanach hat mich gebeten, euch anzuhören. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? In Helgen, dort wurde ich zum Henker geschickt. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ja, aber sie sind weit von Himmelsrand entfernt. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen. Das reichte schon. Okay. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Okay, klingt sehr traurig. Tut mir schrecklich leid, was euch passiert ist. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Meint ihr, eure Geschichten rechtfertigen die Morde an die Abgeschworenen? Die Abgeschworenen verübt haben? Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Okay. Also gut. Okay, gehen wir wieder zurück. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingeschlossen. So, gehen wir wieder zu ihm. So. Ihr seid ein Sklave, genau wie wir. Ich hab mit Braik gesprochen. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören, wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie, jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswa, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Okay. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Ich soll ihn töten, okay? Denkt daran, es waren die Nord, die euch eingesperrt haben. 6 Gold. Ah, vielleicht kann ich. Ich soll ihn töten. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Das Gefängnis ist gar nicht so übel. Weniger Beschwerden, wenn ich jemanden umbringe. Als ich erwischt wurde, habe ich also meine Tochter Uaine zurückgelassen. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Ich habe mich einmal zu oft schnappen lassen. Jetzt sitze ich lebenslänglich. Ich brauche ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun.
Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Ich werde es euch besorgen. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Okay, wir besorgen uns erst. Ich bin unschuldig. Die Nord haben mir das. Ich soll euch von Mado nachgrüßen. Was? Nein, bringt mich nicht um, bitte! Was? Hätte sie her. Ups. Ich mach gar nichts mal, schau mal. Okay. Cool. Zwei Messer sogar. Okay, ganz klein. Tun wir das Messer in die Hand. Rechts und links. So, und stecken es ein, dass keiner sieht. Was? So. Gut, ich bin ganz unschuldig. Ich wollte es eigentlich erst so machen, dass ich ihm das bringe. Dann gibt er mir das Messer und ich bringe ihn dann um. Gleich umbringen ist logischer, also passt schon. Also, reden wir mit ihm. Ihr seid zurück. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Ja, Giswar ist tot. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Jo, lauf voran. Ich folge. Moment. Ist nichts drin, okay. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Griswar nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markarth in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen! Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. Eigentlich bin ich ja letzter der Fan von den Abgeschworenen, aber ich komme sonst anders nicht raus. Ich tue erstmal so. Erstmal fragen wir, woher stammt dieser Tunnel? Es ist ein kleines Geschenk von den Zwergen. Wer hätte gedacht, dass sie am Ende unserer Sache helfen würden? Wir müssen weiter. Wir können weiterreden, wenn wir den Himmel sehen. Jo, ich bin bereit. Ich folge dir. Okay, ich hatte gedacht. Oh, wow, wow. Ist da was drin? Ja, wir nehmen mal was. Das heilt ein bisschen. Das gibt zwei Gesundheitspunkte und so zurück. Also, ich geh mal durch. Oh mein Gott, die ganzen Ruinen. Wahrscheinlich sind da so viele Zwerge, dass wir es gar nicht überleben. Oder keine Zwerge, insgesamt halt solche Roboter und so. Na komm, lauf. Keine Ausdauer verschwenden, ich lauf normal. Danach brauche ich die Spezialangriffe für die ganzen Bestien. Wenn welche kommen. Ich glaube schon, dass der Gegner kommt. Ist da jemand? Ach du Scheiße. Oh, oh nein. Hä? Was habe ich denn gemacht? Wo habe ich letztes Mal gespeichert, bitte? Da hat es automatisch gespeichert. Okay, ich habe schon gedacht, Scheiße. Okay, Feuer macht mehr Schaden. Ich teste mal nur kurz das aus. Das macht Schaden 6. Okay. Und Feuer, Magie. Wir haben ja noch Zerstörung, Flammen machen. Pro Sekunde 13 Schaden. Macht viel mehr Schaden. Machen wir es so.
Wir halten so wenig aus, dass wir so schnell sterben. Und ich lasse denen alles machen erst. Ich versuche das. Ich mische mich erst gar nicht in die Kämpfe ein, außer es geht überhaupt gar nicht anders. Ich würde mal hier speichern kurz. Schnell speichern. Ja, hier sind die Spinnen, genau. Ja, macht ihr mal. Weggelaufen. Hä? Er tötet sie und sagt, naja, ist halt weggelaufen. Okay, irgendwie unlogisch, aber Spinneneier und so Zeug nehmen wir alles mit. Ja, da ist nix, okay? Lass weiterlaufen, passt schon. Ihr müsst nicht warten, ich kenne den Weg einigermaßen, hoffentlich. Hey, ihr hättet doch echt schon lange ausbüchsen können, eigentlich theoretisch. Oh oh. Hab mir schon gedacht, dass sowas ist. Das schaffen die aber. Komm, das schafft ihr. Zwergenbolzen. Großer Seelenstein. Winziger Seelenstein. Oh, die sind ja... Oh, was habe ich jetzt mitgenommen? Egal. Zwergenöl nehmen wir auch noch mit. Okay, da, es geht da runter. Okay. Bestimmt ist länger als eine halbe Stunde rum. Ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt mache. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Okay, wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Okay, danke. Oh mein Gott. Er hat gesagt, wir haben alles wieder bekommen. Komplett alles wieder. Ja, haben wir. Cool. Wir machen das mal weg. Fußlappen tun wir mal weg und ziehen mal unsere Sachen wieder an, alle. Was hatten wir überhaupt an? Bekleidung. Das hatten wir an. Das hatten wir an. Stahlrüstung hatten wir an und Stahlhelm hatten wir an. Okay. Was hatten wir sonst noch? Wir hatten sonst eigentlich nichts mehr. Das ist, wir haben alles an, oder? Müssen wir die ganzen Favoriten wieder machen, aber ich speichere mal groß jetzt mal. Groß speichern, ja. Und dann müssen wir die ganzen Favoriten kurz machen. Moment, Leute. Gleich haben wir das. Das dauert nicht lang. Die Messer können wir eigentlich behalten. Orkischer Dolch. Das, was hatten wir? Stahlkriegs haben wir doch. Wir haben die Favoriten noch. Okay. Ich schaue mich mal an. Hab ich so ausgesehen? Ich glaube schon, oder? Handschuhe sind an. Helm ist an. Kopfschutz ist an. Schuhe sind an. Ich glaube, ja, so müssten wir ausgesehen haben. Eins ist irgendwie komisch. Wenn ich auf 3 klicke, dann kriege ich meinen Stahlkriegshammer nicht. Auf Q. Heilung. Ah, nee, haben wir doch nicht mehr. Schaut da, schaut her. Stahlkriegshammer machen wir es mal auf 2 und auf 3 machen wir den Bogen. Moment, das geht ganz schnell. Waffen. Was hatten wir für einen Bogen? Ich schau gerade. Der ist anscheinend nicht mehr da.
50 Dietriche hatten wir, das passt. Das hatten wir auch alles. Das passt auch, glaube ich. Es müsste alles da sein. Egal. Passt. Wir hatten anscheinend keinen Bogen. Ich kaufe mir da mal demnächst einen irgendwann wahrscheinlich. Auf 1 ist Heilung. Genau, und auf 2 ist das. Unsere ganzen Sachen haben wir wieder an, oder? Sieht so aus? Ja, gut, okay, dann gehen wir raus. Jetzt komm, Nahansicht. Auf 2. So, öffnen. So. Madana, ihr glaubt, ihr könnt meinem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Tona. Los geht's, Herr Konsol. Ich lass die mal machen. Ich misch mich jetzt nicht mal. Ah, unser Begleiter ist wieder da. Hallo. Was hat denn der so? Bevor er sich auflöst oder so. Schatzkammer, du bist Christa. Ja, schon nicht schlecht. Okay. Wir können die Stadt nie wieder wahrscheinlich. Egal. Das war's, okay. Okay. Ah, da ist noch einer. Wir nehmen die ganzen Stahlpfeile mit. Ihr werdet nicht lange genug leben, um das zu bereuen. Okay. Ich glaube, ich nenne die Folge, wir schließen uns den Abgeschworenen an. Also jetzt habe ich Kopfgeld bekommen. Egal, 40 Kopfgeld. Die bezahle ich. Okay, das war's dann. Ja? Okay. Das war's dann eigentlich schon, ja? Speichern wir mal. Jo, dann ist die Folge lang genug. Ich hoffe. Ah, die gehen alle da rein, okay. Dann na, Moment. Bevor ich aufhöre, ich gehe da lieber auch mit rein erstmal. Ah, die flüchten alle nach draußen. Okay, dann passt's ja. Wieso rennen die denn alle nur blöd? Egal. Die Folge ist wahrscheinlich sau lang. Aber ich habe jetzt, mein Name ist wieder unbekannt und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Lasst ein Like da oder ein Abo oder einen netten Kommentar. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.